Seid gegrüßt, wir reagieren jetzt auf Oskar Lafontaines Auftritt bei Sandra Maischberger. Also, Oskar Lafontaine ist ja der Ehemann von Sarah Wagenknecht, war früher mal Parteivorsitzender der SPD, Finanzminister, war auch Parteivorsitzender einer Linkspartei, also wirklich guter Politiker, ist in der Linkspartei ausgetreten, weil sie ja ihr Programm komplett verraten hat. Und jetzt ja, wird er dem Bündnis Wagenknecht, nehme ich mal an, sehr positiv gegenüberstehen. Aber das werden wir ja jetzt in seinem Talkshow-Auftritt hier sehen. Mein nächster Gast ist Experte in beiden Fragen. Er war mal Finanzminister und zwar im Kabinett von Gerhard Schröder. Und er war Parteichef zweimal von der SPD und der Linken. Und jetzt hat er gesagt, er unterstützt seine Frau Sarah Wagenknecht bei der Gründung einer neuen Partei. Viele Fragen also an Oskar Lafontaine. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Lafontaine. Hallo. Herr Lafontaine, Friedrich Merz hat heute zu Scholz gesagt, Sie können es nicht. Und er hat danach noch gesagt, sogar unter Gerhard Schröder wären wir besser regiert worden. Würden Sie ihm da zustimmen? Also Schröder als Kanzler war besser als Scholz jetzt? In jedem Fall. Warum? Er hat zum Beispiel erkannt, dass eine Industrienation billige Energie braucht. Scholz scheint das nicht zu begreifen. Wir beziehen ja immer noch Energie über Umwege aus Russland. Viel teurer, es ist Energie aus Russland. Es wäre klüger, billige Energie direkt aus Russland zu beziehen. Es ist ein Schlüssel für viele Fragen. Es ist ein Schlüssel für die Wirtschaft, ob sie wieder auf die Beine kommt und nicht abwandert. Und es ist ein Schlüssel für die Haushalte, die einfach immer noch darunter leiden, dass Energiepreise viel zu hoch sind. Das ist aber also da hat Lafontaine natürlich absolut recht. Und ja, Schröder hat eine bessere Energiepolitik gemacht als die Ampel. Also seine Strategie war es ja auch, mehr Gas aus Russland zu importieren, das als Übergangstechnologie zu nutzen, um dann auf erneuerbare Energien umzusteigen. Aber ja, dazu muss man noch wissen, dass Schröder der Grund war, also dass Schröders Politik der Grund war, weswegen Lafontaine aus der SPD damals ausgetreten ist. Also Schröder ist ja zuerst in Serbien einmarschiert, also hat da beim Bombenkrieg gegen Serbien mitgebracht, um die völkerrechtswidrige Sezession des Kosovo zu erzwingen. Dann ist er mit in Afghanistan einmarschiert, also war eine absolute Katastrophe, seine Politik. Und dann hat er die Agenda 2010 noch gemacht. Also unser Rentensystem, also die gesetzliche Rente brutal zusammengekürzt und um den Rest an Versicherungskonzerne verscherbeln zu können mit solchen Betrugsmaschen wie der Riester-Rente oder also Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengelegt. Also das waren die Reformen im Verlaufe der Agenda 2010, wegen derer Oskar Lafontaine dann aus der SPD ausgetreten ist. Aber es ist schön, dass er das jetzt so reflektiert betrachtet und Gerhard Schröder mittlerweile sogar als besseren Kanzler als Olaf Scholz bezeichnet. Und ja, das kann man so machen. Also man kann ja an Schröder kritisieren, was man will, aber ein solcher Verfall des Lebensstandards, den wir gerade in Deutschland sehen. Also wir hatten 2022 einen Reallohnverlust von 4%. Die Reallöhne sind wieder auf dem Stand von 2015. Also sowas haben wir unter Schröder nicht gesehen. Jetzt einer der Gründe für dieses Scheitern, der andere ist, dass der Haushalt nicht verfassungskonform ist. Was kritisieren denn Sie mehr, den Kanzler Olaf Scholz oder den ehemaligen Finanzminister Olaf Scholz, der ja offensichtlich diesen Fonds umgewidmet hat und damit dieses Schlamassel auch verursacht hat? Ich kritisiere die Schuldenbremse. Als sie eingeführt worden ist, gehörte ich zu denen, die gesagt haben, das wird nicht funktionieren. Aber es ist ja wie immer, man denkt, vielleicht haben die anderen recht, vielleicht funktioniert es ja doch. Aber ich glaube jetzt nach all den Jahren, wo sie angewandt worden ist, ist bewiesen, dass sie nicht funktioniert. Das ist ja vorhin schon gesagt worden von Ihren Kollegen, dass eben viele Schattenhaushalte in Ländern, überall Schattenhaushalte, was soll das Ganze? Man strengt also sich an, alles immer wieder zu umgehen und zu verstecken. Da wäre es ja besser, man würde also mit dieser Schuldenbremse aufräumen. Denn welche Länder haben noch diesen Unsinn? Also ich weiß gar kein anderes Land, das diesen... Absolut basiert. Also ich habe das letzte Video von Sarah Wagenknecht gesehen, sie war leider nicht ganz so deutlich. Aber Lafontaine zeichnet die Schuldenbremse als Unsinn. Und das ist sie auch. Also die Schuldenbremse verbietet der Bundesregierung, vernünftige Haushaltspolitik zu machen. Also mal abgesehen davon, dass die Ampel das auch ohne Schuldenbremse wahrscheinlich nicht machen würde. Aber die Schuldenbremse verbietet der Regierung, Schulden zu machen, wenn die Unternehmen sparen. Und die Unternehmen, die sparen in Deutschland, also in ganz Europa eigentlich schon, spätestens seit der Finanzkrise. Vorher ist der Finanzierungsseite der Unternehmen immer um die Nulllinie rumgeschwankt, aber... Ja, die Schuldenbremse verbietet es auf jeden Fall, eine vernünftige Haushaltspolitik zu machen. Also sorry, dass ich das Gespräch hier jetzt so lange unterbreche und hier so lange Monolog halte, aber das ist ein echt wichtiger Punkt in Bezug auf die Schuldenbremse, den man, glaube ich,
nicht unerwähnt lassen darf. Wenn ihr euch für solche ökonomischen Fragen interessiert, schaut gerne bei der Seite Relevante Ökonomik von Heiner Flassbeck vorbei. Der bringt das ja eigentlich immer relativ gut auf den Punkt. Er hat nämlich einen neuen Artikel geschrieben. Und von dem Artikel, was für uns vor allem interessant ist, das sind die Finanzierungssalden in der Europäischen Währungsunion. Also jetzt nicht nur in Deutschland, sondern in allen Ländern der Eurozone. Und wir sehen hier, dass die Unternehmen seit der Finanzkrise stabil Nettosparer sind. Also dass die Unternehmen nicht mehr investieren, sondern dass sie Geld zur Seite legen. Kurz vor Corona waren sie zwar ganz nah an der Nulllinie mit ihrem Finanzierungssaldo, aber danach ist das alles wieder nach oben gegangen. Und durch die Zinserhöhung der EZB dürfte das nicht besser werden. Das heißt, die Staaten müssen sich immer weiter verschulden. Also der einzige Grund, warum die Schulden in der Europäischen Währungsunion nicht noch stärker steigen, ist, dass das Ausland mittlerweile Netto-Schuldner ist, dass wir mittlerweile Leistungsbilanzüberschüsse haben. Wie gesagt, wenn ihr dieses ganze Komplex verstehen wollt, schaut gerne bei Heiner Flassbeck auf Relevante Ökonomik vorbei. Und ich würde sagen, weiter im Text. Unsinn hat, aber wir wissen das ja immer besser. Nur eines müsste in jedem Fall geklärt sein, Investitionen sollten nicht unter die Schuldenbremse fallen, denn wir kranken seit über 20 Jahren an einer mangelnden Investition in die öffentliche Infrastruktur. Das ist ein zweiter Fehler, den sich ein Industrieland niemals leisten kann. Ein Industrieland braucht eine gute Infrastruktur. Sie haben tatsächlich gegen diese gegen die Schuldenbremse gestimmt, als sie eingeführt wurde 2009. Aber es ist nicht so, Herr Lafontaine, und das wissen Sie auch, dass es nicht vor der Schuldenbremse auch schon Schattenhaushalte gegeben hat. Also Herr Weigel, Ihr Vorgänger als Finanzminister, hatte einige. Damals war es die Deutsche Einheit. Also, es gibt die Schuldenbremse ist offensichtlich nicht das Problem bei Schattenhaushalten, sondern dass man mehr Geld ausgeben möchte, als man... Die jetzigen Schattenhaushalte, die sind ja extra dazu da, um die Schuldenbremse zu umgehen. Also aktuell, bei den aktuellen Schattenhaushalten, da ist die Schuldenbremse definitiv das Problem. Offensichtlich im Topf hat. Ja gut, auf jeden Fall funktioniert sie nicht. Wenn es man offensichtlich im Kopf hat. Ich hatte euch gerade die Statistik gezeigt. Ich glaube, ich muss die jetzt nicht nochmal einblenden. Ihr könnt ja einfach 60 Sekunden zurückscrollen. Die Unternehmen in allen Ländern in der Europäischen Währungsunion oder zumindest im Durchschnitt aller Länder der Europäischen Währungsunion sind Nettosparer. Und durch die Zinserhöhung der EZB dürfte das nicht besser werden. Wenn die Unternehmen sparen, wenn die privaten Haushalte sparen und wenn das Ausland, also wenn du nicht so einen großen Leistungsbilanzüberschuss hast, um das auszugleichen, dann muss der Staat Schulden machen. Anders geht es nicht. Das hat auch nichts mit Investitionen zu tun. Der Staat muss einfach mehr Geld ausgeben, wenn die Wirtschaft nicht schrumpfen soll. Das ist elementar. Wenn der Staat das nämlich nicht macht, dann sinkt die Nachfrage nach Konsumgütern, die Gewinne der Unternehmen sinken. Das heißt, die Unternehmen produzieren in der nächsten Periode noch weniger. Das bedeutet, sie entlassen beispielsweise Arbeitskräfte und es kommt eine sich selbst verstärkende Abwärtsspirale in Gang. Also das sehen wir mittlerweile schon ansatzweise. Also die Arbeitslosigkeit, die ist in Deutschland ja seit letztem Jahr durchgängig im Steigen begriffen. Die Zahl der offenen Stellen nimmt ab. In so einer Situation muss der Staat eigentlich seine Ausgaben steigern. Und da ist es erstmal egal, ob er das Geld jetzt sinnvoll investiert oder ob er es an die Bürger einfach so konsumtiv verteilt. Der Staat muss die Ausgaben steigern, wenn die Wirtschaft nicht einbrechen soll. Das ist hier dieser elementare Zusammenhang. Also natürlich wäre es sinnvoller, wenn der Staat das Geld investieren würde. Haben wir in Zukunft auch noch was davon. Aber erstmal muss er seine Ausgaben steigern. Egal wofür, denn wenn die Wirtschaft einbricht, dann wird der Staat sowieso Schulden machen müssen. Also dann kommt das, was er jetzt machen muss, in einem Jahr. Und nur, dass bis dahin jede Menge Schaden angerichtet wurde. Es wurde im letzten Jahr schon jede Menge Schaden angerichtet. Die wirtschaftliche Situation könnte in Deutschland viel besser sein, wenn wir im letzten Jahr schon mehr Geld ausgegeben hätten. Wir sehen es ja jetzt wiederum, denn... Also, ja, okay, ich scroll doch, also, sorry, dass ich Lafontaine schon wieder unterbreche, aber, okay, jetzt habe ich den Artikel zugemacht, das war jetzt auch nicht das Schlaueste. Ich dachte, ich müsste nur euch das nur einmal zeigen, aber ich habe da tatsächlich noch eine Statistik. Wenn man sich nämlich den Wachstumsvergleich zwischen EWU und USA anguckt, also zwischen Eurozone und Vereinigten Staaten, dann fällt da etwas sehr Interessantes auf. In den USA, da ist die Verschuldung, also ihr seht es hier, Staatsschuldenquote, Relation zum Bruttoinlandsprodukt, deutlich stärker gestiegen als in der Eurozone. Also seht ihr hier. Gleichzeitig war das Wachstum in den USA aber auch deutlich höher. Und das Gleiche sieht man jetzt während nach Corona, beziehungsweise während des Wirtschaftskrieges gegen Russland. Während der Wirtschaftskrieg gegen Russland in Europa, wo wir auf Sparpolitik setzen, wo wir sagen, nein, wir wollen da auf jeden Fall nicht, mehr Geld ausgeben, fast zu Nullwachstum geführt hat, wächst die Wirtschaft in den USA mit über 2% 2023. Und wie es 2024 weitergeht, das, ja, kann man sich denken. Also,
In den USA ist die Wirtschaft zwar auch anfangs eingebrochen, also das Wachstum hat sich verlangsamt, das Wachstum hat sich dann aber im Laufe des Jahres 2023 wieder erholt. Das ist in der Europäischen Währungsunion eben nicht passiert. Eben weil wir so stark auf Schuldenabbau gesetzt haben. Ihr seht es auch hier, die Arbeitslosigkeit in der Europäischen Währungsunion, die auf wenig Schulden gesetzt hat, war in den letzten 20 Jahren durchgängig höher als in den USA. Also das sind ja ziemlich eindeutige Statistiken. Obwohl wir hier in Europa ein besseres, also in meisten Ländern Europas ein besseres Steuersystem, besseres Sozialsystem haben als die USA, eben weil wir die falsche Konjunkturpolitik gemacht haben, weil wir so eine Schuldenmanie haben, weil wir keine rationale Debatte über dieses Thema haben, die Arbeitslosigkeit bei uns so hoch. Das ist eine einzige Katastrophe. Ja, Finanzierungssalden hatte ich euch ja auch schon gezeigt von der EWU. Hier seht ihr nochmal die von den USA. Wie gesagt, schaut euch gerne den ganzen Artikel von Heiner Flassbeck an. So, lasse ich mal Lafontaine weiterreden. Die Schuldenbremse sollte ja nicht ein Hindernis sein für Investitionen. Das ist sie jetzt aber in großem Umfang. Und deshalb sollte man umdenken. Und früher, wenn ich in der Schule nicht gewusst habe, was ich schreiben sollte, habe ich geguckt, was machen denn die Nachbarn? Und mir fällt auf, dass die Nachbarn nicht so dumm sind und sich ein solcher, ich sage mal, Klotz ans Bein binden. Also sollten wir von den Nachbarn lernen. So, Sie sind dafür, die Schuldenbremse aufzuweichen oder abzuschaffen. Eins von beiden auf jeden Fall. Ja. Das Zweite, was man ja Also ich machen will nur könnte. klarstellen, mir geht es nicht darum, möglichst viele Schulden zu machen. Das wäre genauso unsinnig, weil das nachteilige Wirkungen hat. Genau. Aber Investitionen sollten tatsächlich im Vordergrund stehen. Und was die Schulden angeht, sollte man die alte Regel haben: Wenn die Wirtschaft runtergeht, muss der Staat Geld ausgeben. Das ist jetzt der Fall. Wenn die Wirtschaft brummt, muss der Staat sehen, dass er seinen Haushalt in Ordnung bringt. Soll denn. Danke, das ist nämlich ein starkes Argument. Also nicht das mit den Investitionen. Ja, was sind sinnvolle Investitionen? Sarah Wagenknecht hat ja in ihrem neuesten Video vorgerechnet, dass wir bei Rüstungsausgaben, Ukraine-Hilfen und diesem ganzen Geld, was für Aufrüstung bestimmt ist, rund 100 Milliarden Euro pro Jahr einsparen könnten, ohne Probleme. Also das wäre ja schon mal ein ordentlicher Batzen, den wir dann sinnvoller investieren könnten. Aber ja, Investitionen sind nicht das starke Argument. Wenn die Unternehmen sparen, wenn die Wirtschaft also tendenziell keine Entwicklung zeigt, wenn sie eher bergab geht, weil die Unternehmen eben nicht mehr investieren, dann muss der Staat das ausgleichen. Das ist das hauptsächliche Argument. Und wir haben ja seit 15 Jahren mittlerweile eine Situation, in der die Unternehmen nicht mehr investieren. Schon vorher standen die Unternehmen in ganz Europa, ihr habt das gerade bei den sektoralen Seilen gesehen, auf der Kippe. Wenn die Unternehmen nicht investieren, dann muss der Staat das ausgleichen, sonst geht die Wirtschaft bergab. Wir haben jetzt gar keine Situation mehr, wo der Staat sagen könnte, ich halte mich raus, ich mache keine Schulden mehr. Diese Situation ist seit der Finanzkrise vorbei. Diese Situation gibt es nicht mehr. Es war in den 60er Jahren, als die Unternehmen noch investiert haben, so, da konnte der Staat sparen, da konnte der Staat Schulden wieder abbauen. Das geht heute schlicht und ergreifend nicht. Diese wirtschaftliche Situation haben wir nicht mehr. Das ist das zentrale Argument. Und ja, also das muss auch wirklich jeder Politiker eigentlich begreifen, wenn er denn vernünftige Haushaltspolitik machen will. Der Staat in dieser Zeit auch die Ausgaben kürzen, also weniger ausgeben? Ja, selbstverständlich. Nur fange ich nicht beim Sozialen an, sondern ich würde Sondern. beim Militär anfangen. Wenn ich also sehe, Ja. dass jetzt beispielsweise gesagt wird, wir verdoppeln unsere Zuwendung an die Ukraine, dann frage ich mich ja, können die überhaupt nicht Schlüsse aus der Realität ziehen? Jetzt haben wir wieder dasselbe. Am Anfang kann man ja sagen, ja, wir müssen da Waffen reingeben, damit sich das bessert, damit die Situation der Ukraine bessert und so weiter und so weiter. Diese Meinung kann man ja vertreten. Aber nach jetzt fast 2 Jahren, was haben wir denn erreicht? Es sind sehr, sehr viele Menschen gestorben. Die Ukraine ist furchtbar zerstört, das soll immer so weitergehen. Also man muss doch mal lernen, wenn man einen Weg beschritten hat, der sich als falsch erweist, muss man ihn korrigieren. Es ist bewiesen, immer mehr Waffen zu liefern, Milliarden in die Ukraine zu geben, das ist schlicht und einfach nicht zu Wir verantworten. wollten heute nicht über den Krieg reden, aber weil Sie es tun, nein, das ist ja auch völlig Hat in doch mal Ordnung. was. Ja, dieser Krieg ist sehr teuer, deswegen muss man darüber reden. Also wenn man sagt, wir haben jetzt eine Schuldenbremse, wir verbieten uns eine vernünftige Haushaltspolitik, aber wir pulvern jetzt noch Abermilliarden in so einen Stellvertreterkrieg. Natürlich muss man dann darüber reden, ob dieses Geld nicht vielleicht besser bei einer Kindergrundsicherung aufgehoben wäre. Was mit dem Geld zu tun? Ganz genau. Später wird Joachim Gauck hier sein. Mal sehen, was er zu dieser Frage Das sieht. Man wissen wir kann ja, was sie, er sagt. bei Ihnen wusste man es ja auch, aber ich habe Sie trotzdem gefragt. Bravo. Aber eine wichtige Sache fehlt noch, und nämlich die Wäre jetzt Frage. interessant, er säße hier. Ich glaube, Sie hatten beide. Egal. Eine wirklich interessante Frage ist noch die: Was machen wir mit den Steuern? Steuern erhöhen in dem Moment, wo der Staat kein Geld hat?
dann ist das jetzt, das wäre jetzt in der jetzigen wirtschaftlichen Situation, das ist auch eine uralte Regel, wäre das kontraproduktiv. Ja? Und wenn überhaupt am Steuersystem etwas geändert wird, dann muss man senken und erhöhen. Senken bei dem Mittelstand oder beim mittleren Einkommen, die jetzt fast alles bezahlen. Ja. Da bin ich dafür, die Steuern zu senken. Der Spitzensteuersatz greift viel zu früh. Auf der anderen Seite bin ich dafür, dass man die ganz Großen zur Kasse bittet. Die müssen auch zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen. Die Steuern? Absolut vernünftig. Also das wird dann wahrscheinlich auch die Haltung des Bündnisses Sarah Wagenknecht für die nächste Bundestagswahl. Die Steuern wurden ja im Spitzensteuersatz gesenkt unter dem Kabinett, in dem Kabinett, dem Sie ja als Finanzminister damals angehört haben. Sie haben hingeschmissen irgendwann mal, weil Sie sich auch mit dem Kanzler Schröder nicht mehr verstanden hat. Nur mal mit dem Blick auf diesen Finanzminister, Herr Lindner. Er will die Schuldenbremse nicht lockern, hat er gesagt. Für 2023, für dieses Jahr bleibt ihm erstmal nichts anderes übrig, als es nochmal zu versuchen. Nächstes Jahr steht zur Debatte. Finden Sie, es gäbe einen Punkt, wo dann jemand wie er so prinzipienfest dann zurücktreten müsste? Ja gut, ich weiß zu wenig, wo Herr Lindner jetzt seine empfindliche Stelle hat. Ich will es einmal so sagen. Man muss eben ja gewisse Grundüberzeugungen haben, die man auch nicht in Frage stellen lässt. Ich glaube, dass Lindner mehr auf die Umfragen schielt, ich darf das mal sagen. Und die Leute haben jetzt Jahrzehnte gelernt, Schulden darf man nicht machen. Und zu Hause wissen sie das auch. Also wenn ich sage, ich bin gegen Schulden, ist das immer populär. Aber das ist eben nicht sinnvoll. Ja. Man muss das makroökonomisch sehen, also wirtschaftlich sehen. Und da gibt es Zeiten, wo muss man Schulden aufnehmen. Und es gibt Zeiten, wo man das nicht darf. Ja. Und es war ein großer Fehler. Wir hatten fast 10 Jahre lang ganz, ganz niedrige Zinsen, null Zinsen. Da lag es auf der Hand, dann Kredit aufzunehmen und das Haus zu bauen, also Infrastruktur zu bauen. Dass das nicht gemacht worden ist, ist auch ein großer Fehler der Regierung Merkel gewesen. Man wollte die schwarze Null. Sind Sie denn der Meinung, wie Markus Söder, das sollte jetzt Neuwahlen geben, weil wir in einer Staatskrise sind? Ja gut, das hört sich alles gut an, aber ich stelle mir die Frage, was passiert dann? Dann wäre also Friedrich Merz vielleicht Bundeskanzler. Aber was würde der denn ändern? Also in der Außenpolitik will er noch mehr Waffen, noch mehr Kriegsbeteiligung. Was soll das Ganze? Bürgergeld. Bitte? Kindergeld will er, ja. Also kurz, das war natürlich eine geniale Idee, damit anzufangen aus Sicht der CDU. Ja. Das meine ich jetzt ironisch, nicht damit jemand mich falsch versteht. Also wenn wir auf der einen Seite sagen, wir müssen mehr Geld für Waffen und wenn es dann wirklich um 1-2 Milliarden bei den Kindern geht, das nicht haben, das ist für mich erbärmlich und jämmerlich. So, Sie gucken sich aber diesen ganzen Betrieb ja... Sie gucken sich den ganzen Betrieb ja entspannt von der Seitenlinie an, wie ich mal sagen möchte. Glauben Sie? Da kann man gut stehen. Also man kann ja wirklich nur noch mal an die Rechnung von Sarah Wagenknecht, die sie in ihrem neuesten Video aufgemacht hatte. Ich suche euch das jetzt nicht raus. Ihr findet das Video von Wagenknecht, glaube ich, selber. Also gebt einfach Sarah Wagenknecht in der YouTube-Suchleiste ein. Da müsste euch ihr Kanal eigentlich sofort angezeigt werden. Ist da das neueste Video? Da hat sie ausgerechnet, dass wir 100 Milliarden Euro pro Jahr sparen könnten. Beim Militär, Beihilfen für die Ukraine. Also bei Dingen, die eigentlich nur Schaden anrichten und uns keinen Nutzen bringen. Also das Geld könnten wir sofort für sinnvollere Sachen ausgeben. Für höhere Renten, für eine vernünftige Kindergrundsicherung, für Investitionsprogramme, für alles Mögliche. Also für Dinge, damit wir morgen ein besseres Leben haben. Und ja, nicht, dass da irgendein Stellvertreterkrieg am Laufen gehalten wird, damit die NATO ihren Konkurrenten Russland weiter schwächen kann, was absolut nicht in deutschem Interesse ist. Glauben Sie, es kommt zu Neuwahlen? Ich bin da unsicher. Also es ist richtig, was vorhin Ihre Kollegen gesagt haben, dass da die Ampelparteien, die eigentlich wenig Interesse daran haben können. Sie sehen ja die Umfragen, aber es kann so sein, da stimme ich Herrn Blume zu, dass einer durchdreht und dann könnte das passieren. Aber ein Interesse an Neuwahlen haben sehr viele nicht. Und es gibt sicherlich auch einige in der CDU, die hinter vorgehaltener Hand sagen, na, wenn wir drankommen, gehen uns ja genauso schlecht. Also und dann müssen sie vielleicht sagen, wir müssen die Schuldenbremse doch verändern. Es gab mal einen Kanzler, der die Vertrauensfrage gestellt hat, als er festgestellt hat, dass er mit dem Programm jedenfalls im Land nichts mehr gewinnen kann. Das war eben Gerhard Schröder. Glauben Sie, Olaf Scholz, ich weiß, dass Sie sehen, das haben Sie aber schon von der Seitenlinie aus gesehen. Glauben Sie, Olaf Scholz wird eine Vertrauensfrage stellen? Sehe ich im Moment noch nicht. Mhm. Wie ist Ihr Verhältnis zu Gerhard Schröder eigentlich? Als Sie damals zurückgetreten sind, 1999, ich weiß das noch genau, da haben Sie ihm einen Brief geschrieben und dann wollte er Sie anrufen und angeblich sind Sie gar nicht mehr ans Telefon gegangen. Stimmt das?
Ja, ich war sehr enttäuscht darüber, dass unsere Verabredungen nicht eingehalten wurden. Mehr will ich jetzt da nicht zu sagen. Und dass eine Politik eingeschlagen wurde, die wir nicht den Wählerinnen und Wählern versprochen hatten. Mhm. Und ich habe ja nicht nur im Bund Politik gemacht, auch im Land und in der Gemeinde. Und ich habe immer versucht, den Grundsatz einzuhalten, das, was ich vor der Wahl verspreche, muss ich nach der Wahl einhalten. Ja. Und das ist auch immer belohnt worden. In der Gemeinde und im Land gab es immer absolute Mehrheiten. Und insofern meine ich, es war ein schwerer Fehler, dass die SPD dieses Prinzip aufgegeben hat. Das verstehe ich. Und wo das endete, wissen wir. Aber die Frage ist, warum sind Sie nicht mehr ins Telefon gegangen? Das ist ja jetzt meine persönliche Stilfrage, würde ich jetzt mal meinen. Das war schlicht und einfach ein Ergebnis meiner großen persönlichen Enttäuschung. Manchmal hat man auch Emotionen. Wie sind Ihre Emotionen gewesen jetzt beim Wiedersehen? Er ist offensichtlich zum Gratulieren gekommen. Sie sind gerade 80 geworden. Ja, wir hatten... Ach so. Gibt's ja auch auf... Die Zuschauer klatschen wirklich jedes Mal. Aber ja, Lafontaine hat ja bisher auch nur Richtiges gesagt. Natürlich ist ja auch ein absolut sympathischer Mann. Aber das ist ein sehr klatschfreudiges Publikum heute. Applaus für Geburtstage. Ja. Ja, wir hatten schon fast ein Vierteljahrhundert nicht mehr miteinander gesprochen. Und wir haben uns dann darauf verständigt, wo wir kontroverse Themen haben, das klammern wir aus. Das ist nach wie vor die Wirtschaft und Sozialpolitik, also die Agenda-Politik. Also haben Sie nur über Russland gesprochen? Also haben wir, also so, nein, auch über Wein und über Essen und was weiß, über Literatur, was weiß ich alles. Aber außenpolitisch reden wir nicht nur über Russland, sondern wir reden über die gesamte Strategie, die Deutschland jetzt einschlagen müsste. Und ich bin der Meinung, Deutschland hat da eine Schlüsselaufgabe. Wir müssen endlich zu einer eigenständigen europäischen Politik finden. Und die Politik muss in Deutschland beginnen, zusammen mit Frankreich. Wir können nicht immer nur, ich sag's mal leger, den Amis hinterherlaufen. Das führt spätestens dann zu einer großen Katastrophe, wenn die Amis mit China anfangen, Krieg zu führen. Also Gerhard Schröder gehört zu denen, die ja den Amis gerade nicht hinterhergelaufen sind. Wahrscheinlich hat er den Ratschlag gar nicht gebraucht. Macht er das denn habe ich auch sehr respektiert. Macht er denn mit bei der neuen Partei Ihrer Frau? Ich habe dieses Gerücht gehört, das ist albern. Nein, er ist ein ganz treuer Sozialdemokrat. Ja, er hat sich auch nicht rauswerfen lassen wollen. Ja. Diese Partei, die Ihre Frau jetzt gründet, also wir wissen, dass sie die Haltung eben gegenüber Russland vertritt, die Sie hier vertreten. Wir wissen, dass sie sehr migrationskritisch ist. Das sind zwei Positionen, die... Das wäre ja auch ein absolutes Eigentor, den Agenda-Kanzler... Bis heute, hat Lafontaine ja gerade gesagt, immer noch ähnliche Positionen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik hat. Und den Kriegskanzler von damals, den in die Wagenknecht-Partei zu holen, die eine Friedenspartei und die eine Partei für eine neue, für eine andere Wirtschaftspolitik sein soll, zu holen. Also das wäre ein absoluter Fehler, so etwas zu machen. Wie auch die AfD hat, wo unterscheidet sich das Bündnis Sarah Wagenknecht von der AfD? Das ist jetzt eine Betrachtungsweise, die ganz falsch ist. Ich habe nur gefragt, wo ist der Unterschied? Die Fragestellung ist ja ein bestimmtes Framing, so wie das Neudeutsch heißt. Wenn heute jemand zum Beispiel sagt, wir brauchen gute Beziehungen zu Russland, dann ist das AfD-Nadel. Das ist schlicht eine Idiotie. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, in dem Punkt. Mein Ziehvater Willy Brandt hatte erkannt, dass Deutschland nicht nur gute Beziehungen zum Westen braucht, sondern auch gute Beziehungen zum Osten, also insbesondere zu Russland. Das war eine richtige Politik, denn ich will Ihnen eines sagen, der Industriestaat Deutschland kann ohne die russischen Rohstoffe auf Dauer nicht überleben. Es ist an der Zeit, dass man wieder erkennt, dass man auch im Interesse des Friedens, auch im Interesse der Ukraine wieder gute Beziehungen zu Russland braucht. Das ist nicht AfD-nah, sondern ein Gebot der außenpolitischen Vernunft. Ich habe ich muss jetzt eins noch sagen. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, da hat Lafontaine schon wieder absolut recht. Die Produktion der energieintensiven Industrie, 20% unter der vor Beginn des Ukraine-Krieges. Also wir sehen da gerade ein absolutes Abrutschen und wir sehen auch keine Erholung. Ich meine, die Energiepreise sind ja wieder ein bisschen zurückgekommen. Aber wir sehen da keine Erholung. Also wenn diese Industrie einmal abwandert, und aktuell scheint sie abzuwandern, dann sind diese Industriestrukturen weg. Dann kommen die auch nicht wieder, wenn die Energiepreise in 10 Jahren mal wieder sinken sollten. Also wir haben diese Industrie und wenn wir sie jetzt verscheuchen, dann ist die Industrie weg. Willy Brandt, wir wissen beide nicht, was er sagen würde, wenn er mit Wladimir Putin reden müsste. Also finde ich, könnte man den jetzt einfach mal aus der Diskussion rauslassen. Das ist fairer, wenn wir einfach nur darüber reden, wo unterscheidet sich die Partei ihrer Frau, die sie jetzt gerade gründet, eben von der AfD. Das war die Frage. Jetzt kommen wir zur Migration. Da gibt es ein ganz großes Problem, weil die Menschen denken, Migration
geht nur in eine Richtung, also von außen nach Deutschland. Mhm. Ich bin seit langem für die Migrationspolitik, die sich mit dem Namen Albert Schweitzer verbindet. Darüber wird überhaupt nicht mehr geredet. Wenn ich jetzt allein zu entscheiden hätte, wird ein großes Krankenhaus in der Sahelzone gebaut. Es wird eine große Universität in Afrika gebaut, von Deutschland finanziert. Und dann würde ich eine sehr restriktive Politik gegenüber der Einwanderung aus Afrika beispielsweise durchsetzen. Denn es kommen doch nur die Leute hier, die Schlepper bezahlen können. Das sind nicht die Ärmsten. Mhm. Und wenn wir den Ärmsten helfen wollen, müssen wir in Afrika investieren und nicht die jetzige törichte Migrationspolitik fortsetzen. Eine Haltung, die sich... Ja, absolut. Vor allem diese Entwicklungshilfe, Anführungszeichen Entwicklungshilfe, die wir da aktuell zahlen, die geht entweder an korrupte Eliten in den dortigen Ländern oder an westliche Konzerne, die da irgendwelche obskuren Investitionsprojekte haben, die den Menschen häufig wenig bis nichts bringen, also häufig sogar Schaden. Also da wäre es wirklich besser, in diesen Ländern öffentliche Infrastruktur zu bauen, Straßen zu bauen, Universitäten zu bauen. Also das wäre wirklich Entwicklungshilfe, die etwas bringen würde. Deutschland investiert ja jedes Jahr 10 Milliarden in Entwicklungshilfe. Das ist jetzt verglichen mit dem Rüstungsetat wirklich nichts. Das ist relativ wenig sogar. Aber also verglichen mit dem Rüstungsetat. Zahl 10 Milliarden klingt jetzt relativ hoch, aber verglichen mit 60 Milliarden Rüstungsetat relativiert sich das alles schon. Diese 10 Milliarden, davon könnte man so viel Sinnvolles in diesen Ländern bauen. Aber ja, wir überweisen das Geld an irgendwelche komischen Organisationen, an irgendwelche großen Konzerne oder an irgendwelche korrupten Eliten in diesen Ländern, um sie geopolitisch auf Linie zu halten. Sicherlich. Einige teilen, andere nicht. Die Frage ist, welche Rolle Sie spielen werden in der Partei Ihrer Frau. Es gibt eine Antwort, bevor Sie antworten, die Sarah Wagenknecht meinem Kollegen Markus Feldenkirchen in einer sehr sehenswerten Dokumentation in der ARD gegeben hat. Er ist nicht jemand, der jetzt durchs Land reist und Strukturen aufbaut. Er könnte das, er konnte das auch und hat das in seinem Leben oft genug gemacht. Und wenn wir der gleiche Jahrgang wären, wäre sicherlich... Da schreibt gerade einer im Chat, Deutschland hat dieses Jahr wohl 30 Milliarden Euro Entwicklungshilfe geleistet, wenn man Ukraine-Hilfe mit dazu rechnet. Ja, Selenskyj, genau das ist diese Form von Entwicklungshilfe, also Geld für Waffen und für korrupte Politiker, die nur Schaden anrichtet und nichts bringt, die dort korrupte Strukturen festigt, also das Regime von Selenskyj, das Oppositionelle wegsperren lässt oder ermorden lässt. Also das ist ja ziemlich die korrupteste Diktatur, die wir hier in Europa haben. Also dieses Regime noch weiter zu stabilisieren, ist das Beste, was man machen kann, wenn man die Ukraine in dauerhafter Armut und in dauerhaften Kriegszustand halten will. Und genau das ist das Ziel des Westens. Der Westen will die Ukraine als billigen Rohstofflieferanten, als Reservoir an billigen Arbeitskräften, die dann nach Westeuropa geschickt werden können, haben. Aber der Westen will keine starke, eigenständige Ukraine, sondern dem ist so ein korruptes Marionettenregime da völlig recht. Mal ganz abgesehen, natürlich. Wie gesagt, ich hab doch schon die Zahl von Sarah Wagenknecht genannt aus ihrem letzten Video. 100 Milliarden Euro pro Jahr an Zahlungen an die Ukraine und Zahlungen, wie gesagt, Hilfen für die Ukraine, die wir sinnvoller einsetzen, also beziehungsweise an Aufrüstung da noch, das kommt ja auch noch mit dazu, die wir sinnvoller einsetzen könnten, die wir für sinnvolle Sachen in Deutschland investieren könnten. Diese 10 Milliarden Entwicklungshaushalt, die haben wir ja ohnehin. Und Deutschland hat sogar mal international versprochen, 0,8% des Bruttoinlandsproduktes, also ein bisschen mehr an Entwicklungshilfe zu geben. Aber wie gesagt, das sind im Vergleich zum Rüstungshaushalt deutlich kleineren Beträge. Der Großteil, der verschwindet im Rüstungshaushalt. Mal abgesehen davon, dass wir auch jedes Jahr rund 100 Milliarden Euro durch Steuerhinterziehung verlieren. Also darüber sollte man vielleicht auch mal sprechen. Also dass vor allem viele reiche Leute ihre Steuern nicht vernünftig bezahlen und damit einfach durchkommen können. Ist leichter, aber jetzt muss ich mich auf andere stützen. Also Sie sind nicht mit dabei in der ersten Reihe? Nein, ich wurde ja vorhin mit Beifall bedacht. Vielen Dank, dass ich 80 Jahre bin. Da ist man nicht mehr in der ersten Reihe. Wir reden natürlich und ich berate Sie, aber in der ersten Reihe will ich nicht mehr stehen. Sie haben in dieser Dokumentation gesagt, politisch unterstütze ich die Entscheidung. Als Ehemann bin ich nicht begeistert. Ja, ist doch klar, gab es also furchtbar dann die Krawallblätter, haben gesagt, Krach im Hause Lafontaine und so. Ich habe nur gesagt, ich bin nicht so dafür, dass meine Frau ständig unterwegs und weg ist. Wenn Sie die Parteien, das Spektrum von links, wo jetzt die Linke ist, bis rechts AfD haben, wo ist dann die neue Partei von Sarah Wagenknecht? Diese Begriffe sind so belastet, dass ich sie nicht mehr verwende, obwohl ich derjenige war, der den Namen Die Linke vorgeschlagen hat bei der Gründung der Partei. Heute verbinden wir mit dem Begriff Dinge, die ich konsequent ablehne. Also ich bin der Meinung, dass
diese neue Partei zwei oder drei Aufgaben oder vier. Erstens mal friedliche Außenpolitik, weil sie von keiner Partei nach meiner Auffassung derzeit wahrgenommen wird. Zweitens eben eine starke Wirtschaft, wird Sie vielleicht überraschen, aber die ist die Grundlage einer guten Sozialpolitik. Und im Grunde genommen muss man für die Ärmsten eintreten zuerst. Das ist immer auch ein moralisches Gebot. Und deswegen habe ich mal meine Bemerkung zur Migrationspolitik gemacht, wo man das so gut überprüfen kann, dass eben nicht mehr die Ärmsten gefördert werden, sondern irgendwelche Interessen im Vordergrund stehen. Gut, also viel. Also, ihr habt es gerade gehört, eine vernünftige Wirtschaftspolitik bedeutet übrigens auch, dass man immer ein gewisses Maß an Umverteilung hat. Wenn die Kapitalrendite über dem Wirtschaftswachstum liegt, dann steigt nämlich die Ungleichheit. Und wenn die Ungleichheit steigt, dann heißt das, dass die Reichsten immer reicher werden. Die Reichen, die sparen ihr Geld allerdings, die konsumieren das nicht. Das heißt, der Wirtschaft wird Nachfrage entzogen. Und wenn der Wirtschaft Nachfrage entzogen wird, dann ja, fahren die Unternehmen ihre Investitionen zurück. Das könnte, wie gesagt, ich mutmaße jetzt, das ist ein Thema, was man ökonomisch noch viel mehr erforschen muss, aber das könnte einer der Gründe sein, warum die Unternehmen in fast allen Industrieländern mittlerweile Nettosparer sind, dass die Steuern für die Mittelschicht erhöht wurden, die Steuern für die Reichen aber gesenkt wurden, dass die Löhne langsam als die Produktivität gestiegen sind, die Unternehmen sich also immer mehr Gewinne eingesteckt haben. Also die Nachfrage nicht gestiegen ist. Also diese neoliberale Politik, die wir in den letzten 40 Jahre gesehen haben, könnte einer der Mitverursacher für die ja für das Sparen der Unternehmen sein. Eben weil diese neoliberale Politik der Wirtschaft Nachfrage entzieht und damit dafür sorgt, dass die Wirtschaft auch langsamer wächst. Also wir hatten von den 50ern bis in die 70er Jahre in den USA, von den 40ern bis in die 60er Jahre deutlich höhere Wachstumsraten, als wir es heute haben. Und ja, das wird wohl sehr stark mit der damaligen Politik zusammenhängen, die eben deutlich stärker auf Umverteilung, die deutlich stärker darauf gesetzt hat, die Unternehmen auch zur Kasse zu bitten und ja, die Position der Arbeiter zu stärken, die damals auch für Vollbeschäftigung, zumindest in Westeuropa, gesorgt hat. Also alles Dinge, die wir ja heute fast gar nicht mehr kennen. Vielen Dank. Wir werden sehen, wo diese Partei am Ende landet. Am Wochenende gab es eine Demonstration, wo Sarah Wagenknecht eben auch gesprochen hat. Da war die Mischung der Leute, die da waren, ziemlich bunt. Waren Sie dabei? Ich war nicht dabei. Ich muss ehrlich zugeben, ich reise nicht mehr so gern und fliege nicht mehr so gern. Gut. Vielen Dank, Oskar Laufenthin, dass Sie trotzdem hierher gekommen sind nach Köln. Vielen Dank für den Besuch heute. Jo, das war eine gute Sendung. Also kann man nicht anders sagen. Lafontaine, wie immer, gut, ihr habt es gerade gehört, er berät Sarah Wagenknecht, so war zu erwarten als Ehemann, aber ja, bin ich. Ich hoffe, dass er auch noch häufiger auftritt. Ich meine, er hat ja immer sehr Sinnvolles zu sagen, besser als wenn man da jetzt irgendeinen Heini von der Stiftung Liberale Moderne oder irgendeine Außenministerin von den Grünen oder irgendeinen Quatsch hier ranholt. Also da ist es immer schöner, Lafontaine zuzuhören.